Boom! What's up, my people? It's your boy, Mejor, the Flyers, yes sir. Hey, wir sind wieder back at it again mit einer Reaction. Heute wieder mal Bachelorette Reaction. Best of Bachelorette 2022. Heute haben wir Folge 6, yes sir. Ich bin mir nicht ganz sicher, was letztes Mal passiert ist und wer alles rausgefallen ist. Aber yeah. Wir fackeln lang rum, wir springen gerade ins Video. Weiter geht's mit der 6. Folge von der Bachelorette und wir fangen jetzt mal mit... Merci nochmal an Lisa Sen für die Compilations, damit wir Content haben zum Reacten. Ihr so, Shoutout. Dem Heinz an, der ist nämlich zum persönlichen Sprungcoach von Giuliano und dem Peter geworden. Heinz, Jungs, anstehen. Anstehen. Das ist Wasser. Nie. Yeah. Das ist eine Klippe und da geht es 20 Meter runter. Hm? Okay. Schlussendlich werdet ihr noch ein bisschen benotet zwischen 1 und 10. Was sagt eigentlich ihr, wer gewöhnt? Ich habe keine Ahnung, wer noch drin ist. Der könnte glaube ich schon noch gewinnen. Komm jetzt, bis jetzt zusammen. Ich würde mich ein bisschen konzentrieren, wir sind hier nicht in den Kindern. Die beiden sind safe. Ja, ist gut. Apropos Kindergarten. Heinz, bist nicht du der gewesen, der so eine tolle Idee hatte mit dem John und seinem Koffer? Ja. Dann erklär uns doch ganz schnell, was das für eine tolle Idee war. Ich glaube, wir müssen mal ein Zeichen setzen. Wir gehen einfach mal das Zimmer räumen von ihm. Koffer packen und bereitstellen. Wenn er heimkommt, kann er eigentlich dann die Villa theoretisch verlassen, oder nicht? Was ist der Heinz alles? Er ist der Dirty Heinz, er ist der Wilde Heinz, Heinz und jetzt noch der Fiese Heinz. Erkennst du das? Ja, das erkenne ich, das ist mein Koffer. Nein, der gewinnt. Nein. Das ist der, der letztes Mal gesagt hat, du hast etwas zu viel getrunken. Richtig. Wir haben schon mal gepackt. Der noch nicht draußen ist. Und ich würde meinen, du packst den Koffer und gehst wieder heim. Was für eine Kindergartenaktion. Komplett Snowball. Sein Gesichtsausdruck, Alter. Gott so. Wow, Bro. Mach kein Spaß mit mir, Bro, Alter. Ich meine es ernst, Bro. Hier mal schauen, ob sie etwas gebitzt haben. Ich sehe es gerade nicht auf den ersten Augenblick, aber ich sehe natürlich einen Abfallbeutel. Den könnte ich am Heinz über den Kopf stecken. Dann würde man wenigstens seine hässliche Visage sehen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Apropos gute Ideen, da kann der Juri jetzt auch mal mitreden. Auch Juri hat heute Abend etwas vor, was er noch nie gemacht hat. Es hat mit Salatgurken zu tun. Yeah. Ganz ehrlich, als ich den Juri mit der Gurke gesehen habe, ich dachte, was hat der Typ jetzt schon wieder mit dieser Gurke vor? Da könnt ihr jetzt eigentlich mal... What the fuck? Yo, chill, bruh. Yo, chill, bruh. Der Dirty Juri vorgekommen, aber nein, es ist eigentlich etwas ganz anderes, als wir denken. So, was gibt es Schöneres als... Der Juri, er gewinnt. Ein bisschen Beauty und ein bisschen Erholung für uns. Look, oh mein Gott, look, wie Energie. Wenn er das schneidet, Bro, er checkt das Zeug, Alter. No cap, er checkt das. Er hat das im Blut. Alle zusammen ist doch eine gute Idee. Dann hat er noch Fake Curls und Pro. Wenn wir etwas Gutes überlegt, wir machen uns heute eine gute Gesichtsmaske, um uns ein bisschen entspannen und relaxen. Ich frage mich, wo der Haken ist. Das sehen wir dann spätestens, wenn wir es uns ins Gesicht schmieren. Der Haken liegt eigentlich einfach daran, dass ihr jetzt einfach alle recht beschissen ausgesehen. Also nach dem actionreichen Tag liege ich jetzt noch ein bisschen her, tue noch ein bisschen entspannen. Bro, what the fuck? Bro, that cum is in face. Nah, bro, you look stupid, bro. Nah, bro. Bro, das läuft nicht. Ich tue nochmal Gurken auf die Augen und dann bin ich mal wieder topfit. Kommen wir nochmal zurück zum Juri ganz schnell. Der ist ja eigentlich so ein bisschen makellos, könnte man meinen. Aber wir erinnern uns nochmal ganz schnell zurück an die letzte Folge. Dort hat ja der Can so ein bisschen Mühe gehabt, wie man ein Y schreibt. Ich weiß nicht, wie man Julia schreibt. Vielleicht auch mit zwei Y, keine Ahnung. Ich habe eine Schwäche beim Y. Ich weiß nie, wo das Ding unten geht. Ich glaube, es ist auf die falsche Seite. Okay, beim Can können wir das jetzt noch einigermaßen durchgehen lassen, aber schauen wir uns mal an, wie der Juri seinen eigenen Namen schreibt. Oh, Eon. Das ist der Julia wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil sie hat ein mega schönes Date mit dem Peter und auch er hat mega eine tolle Idee gehabt in dieser Folge. Siehst du, da stand er oben. Das ist der Peter? Nein, das ist niemals Peter. God damn, Bro. Bro, das ist ein
Das ist ein Mehmet, Bro. Das ist ein. Bro, was gibt's noch für einen Namen, Alter? Ja. Keine Ahnung. Aber der ist sicher ein Peter. Julia. Aber schau mal seinen Bart da. Einer, der Peter hat, kann niemals so einen Bart haben. God damn. Gestern gekauft. Danke vielmals. Jetzt ist wirklich fertig. Schön. Ja, schön. Und das ist eigentlich auch das einzige Wort, das Julia immer kann sagen kann, wenn man ihr ein Kompliment macht oder wenn sie einfach etwas nur schön findet. Ah, okay. Genau. Schön. Schön. Ah, so schön. Und wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann du doch einfach abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wow. Schön. Ey, das war wieder mal. Heute, die Folge war okay. It was cool. Nicht eine richtig, so eine richtig krasse Folge. Aber, ist cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt mich aus auf Insta, TikTok, Twitch, @mihorfrancisco. Yes, sir. Ich announce es schon jetzt. Am Sonntagabend gibt es einen Stream. Ich werde einen Special Guest dabei haben, aber ich verrate noch nicht wer. Und ich, your boy, and I'm out. Peace.